In der Innenstadt demonstrieren Studenten wieder gegen Kapitalismus, den Vietnamkrieg und alles andere. Wenn Sie mich fragen, die sollten mal lieber arbeiten gehen. Aber mich fragt ja keiner. Nun wird Studentenführer Jannik Winkel zu seinem Chaotenhaufen sprechen. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Recht hat er! Gebt ihm Bier! Ich verspreche euch, ich werde mein Leben im Kampf an eurer Seite gegen den Kapitalismus und für soziale Gerechtigkeit widmen. Jannik, 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 Jannik. Ich möchte meine Solidarität den Studenten von Münster aussprechen, die sich gestern Abend eine Schlägerei mit den uniformierten Schergen des Kapitalismus geliefert haben. Ich bin bei euch, meine Brüder. Münster 1968. Während die Studentenbewegung in ganz Deutschland Wellen schlägt, scheint die Welt hier noch in Ordnung zu sein. Die Studenten der Pädagogischen Hochschule üben Volkstanz statt Aufstand. Die Frauen schälen in der Mensa Kartoffeln, die Männer spielen Karten. Man achte auf den adretten Haarschnitt. Wo sind sie, die langhaarigen Revoluzzer? Die Vietnamgegner, die Marxisten und Leninisten, die außerparlamentarische Opposition. Ganz Münster scheint vom spätkapitalistischen Bürgertum besetzt. Ganz Münster? Nein, eine kleine Gruppe Münsteraner Studenten wagt den Aufstand. Nach mehreren friedlichen Demonstrationen kam es am 6. Juni 1969 zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Polizei. Am Abend der Wahl des Dekans des Philosophischen Instituts versuchen Studenten, die Sitzung zu stören und dringen ins Fürstenberghaus ein. Der Rektor ruft die Polizei. Diese räumt das Gebäude mit Schlagstöcken, als die Studenten sich mit Wasserschläuchen zur Wehr setzen. Es gibt Verletzte auf beiden Seiten. In der Regel blieben die Proteste jedoch friedlich. 4 Tage nach der sogenannten Schlacht im Fürstenberghaus stören Studenten eine weitere Veranstaltung. Diesmal ist es die Grundsteinlegung des kleinen Hauses, ein Anbau des Stadttheaters Münster. Eine urdeutsche Feierlichkeit, inklusive Reden, Blasmusik und bürgerlichem Schulterklopfen. Zu spießig finden die anwesenden Studenten und schneiden dem Theaterintendanten, der schon früher Ziel öffentlicher Kritik geworden war, kurzerhand das Mikrokabel durch. Die bürgerliche Prominenz wird lächerlich gemacht. Die Studenten hüpfen, tanzen, singen, strippen und die Blaskapelle spielt dazu. Münster war kein Berlin, kein Frankfurt oder München. Auf der Weltbühne der 68er-Bewegung spielte es nur die zweite Geige, ganz leise. Aber dafür mit viel Charme. Okay, dann nehme ich halt 10.000 Aktien von Lehman Brothers. Ich habe ein gutes Gefühl bei denen, die kommen auch ganz groß raus. Okay. Ja, meine Sekretärin wartet auf Leitung 2. Ja? Ich soll spenden? Lass die Hunde auf die Penner los. Ach, die kennen mich aus der Uni. Dann lass die rein. Hi, Jannik. Hi. Wir haben gehört, du hast einige Erfolge gehabt im Leben. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Und meine Fähigkeiten sind enorm. Wir sammeln für die Armen der Stadt, damit wir sie bei der Tafel versorgen können. Von mir gibt's nicht. Die sollen arbeiten gehen. Du hast früher anders gesprochen. Früher war früher und jetzt ist jetzt. Die Leute sind selbst schuld an ihrer Armut. Und jetzt haut ab. Hallo? Lehman Brothers sind pleite?
Ich bin pleite? Willst du mich verarschen? Die Wall Street im Herzen von New York. Sitz der weltweit größten Wertpapierbörse und Symbol für stetiges Wirtschaftswachstum und stetigen Wohlstand. Hier laufen die Fäden der globalen Finanzmärkte zusammen. Hier werden Erfolgsgeschichten geschrieben. Doch im September 2008 gerät dieser Mythos ins Wanken. Durch die Insolvenz der amerikanischen Großbank Lehman Brothers sind auch viele andere Finanzunternehmen plötzlich vom Konkurs bedroht. Sie müssen von den Industriestaaten mit milliardenschweren Finanzspritzen gerettet werden. Die ohnehin schon hohe Staatsverschuldung vieler Länder steigt weiter an. Schließlich steht die Kreditwürdigkeit ganzer Nationen auf dem Spiel. Um die Staatsinsolvenz zu vermeiden, folgen zum Teil drastische Einsparungen in jedem Bereich des zivilen Lebens. Es regt sich Widerstand. Am 17. September 2011 errichten Aktivisten eine Zeltstadt im New Yorker Security Park nahe der Wall Street. Schon bald folgen Demonstrationen und Besetzungen nach dem New Yorker Vorbild in der ganzen Welt. Die Occupy-Bewegung ist geboren. Auch in Münster gründeten Aktivisten am 11. November 2011 ein Occupy-Camp auf dem Savatiplatz, welches seitdem das Stadtbild prägt. Was motiviert diese Bürger? Ich habe bei einem Logistikunternehmen gearbeitet. Da war das am Anfang, war das noch richtig was, da war man stolz darauf und dann sind die gewandelt worden von einem Staatsunternehmen, jetzt ist auch raus die Katze aus dem Sack, welches das Logistikunternehmen ist, in Konzernen. Die haben mir Zulagen gestrichen, die haben mir, ich weiß gar nicht wie begründet, aber die haben mir mit 400 Euro im Monat haben die mir in die Tasche gegriffen. Und da kann mir jetzt einer, vielleicht kann mir das ja auch einer sinnvoll oder schlüssig erklären, wieso das wichtig war, dass ich jetzt weniger Geld kriege, obwohl ich das gleiche tue wie der nächste bei mir, der jetzt halt den alten Vertrag hatte. Ich konnte das nicht verstehen, irgendwie. Wir lassen einen großen Teil, und zwar den arbeitenden Teil, den lobbylosen Teil der Gesellschaft, lassen wir über die Klippe springen gerade. Wir als Gesellschaft. Und da muss sich was ändern. Und das ist nämlich der Grund, weswegen ich hier bei Occupy bin. Occupy ist für mich der Versuch, zusammen mit allen im Gespräch was zu verändern. Das Bewusstsein schaffen wir über Präsenz. Dass wir hier sind, dass wir das Zelt haben, ist ein Zeichen. Leute, die hier vorbeilaufen, sehen das. Und dadurch, dass Leute hier vorbeigehen und uns sehen, passiert schon eine Menge. Die Aktionen, die wir hier hatten, waren ganz unterschiedlich gelagert. Wir hatten zwei Anti-ACTA-Demos. Wir haben eine Anti-Banken-Demo gehabt. Wir hatten eine Occupy-Demo. Wir halten hier auch Vorträge über alternative Wirtschaftssysteme. Wir bieten eher den Raum dafür. Ist Occupy eine Bewegung, die nachhaltig etwas verändern kann? Wir fragten Dr. Matthias Freise am Institut für Politikwissenschaft Münster. Gerade weil die Occupy-Bewegung noch keine konkreten, entscheidungsfähigen Programme vorlegt, sondern ein allgemeines Unbehagen gegen Bankenmacht, gegen Gier in der Gesellschaft, gegen Renditeorientierung formuliert, hat sie es sehr einfach, Sympathien zu erlangen. Das kann man tatsächlich feststellen. Im Nachgang zu der großen Finanzkrise wird zunehmend diese Spielart des Kapitalismus in Frage gestellt. Das ist also weit verbreitet bis selbst in tiefste bürgerliche Schichten in einer Stadt wie Münster hinein. Da hat also tatsächlich die Occupy-Bewegung offene Türen eingerannt. Die spannende Frage wird, kann Occupy diese Unterstützung aufrechterhalten, wenn es tatsächlich darum geht, konkrete Forderungen zu formulieren. Dann wird es nämlich tatsächlich die Frage, sind wir wirklich oder ist Occupy tatsächlich die 99%, die sich gegen die 1% der Superreichen und Profiteure ohne Anstand und Moral durchsetzt? Oder wird bei der Formulierung konkreter Maßnahmen dann nicht offenbar, dass es hier doch darum geht, also bestimmte gesellschaftliche Dinge so zu verändern, dass eben auch viele, die davon profitieren, betroffen werden. Welche konkreten Forderungen stellen die Aktivisten?
Also erstmal würde ich sagen, bin ich der Ansicht, dass wir eine grundlegende Diskussion über unser Geldsystem brauchen. Wir haben das System des Schuldgelds, das heißt, das gesamte Geldsystem beruht auf der Idee, dass Geld aus dem Nichts geschaffen wird durch eine Zentralbank und durch Geldschöpfung durch private Banken mithilfe der Zentralbank. Das heißt, wir brauchen als politische Maßnahmen meines Erachtens eine parlamentarische Kontrolle über die EZB. Wir brauchen mehr parlamentarische Kontrolle über viele Dinge. Wir müssen die Parlamente stärken. Aus meiner Sicht ist es sehr problematisch, dass die Gesetzesinitiativen nur aus der Exekutive kommen. Wenn dann zum Beispiel François Hollande in Frankreich hat die sehr sinnvolle Forderung nach einer progressiven Kapitalbesteuerung. Das würde ich mir auch für Deutschland wünschen. Eine progressive Vermögenssteuer, die sich an den Sätzen der Lohnbesteuerung, der Einkommenssteuer bemisst. Das heißt, jemand, der Einkommen aus den Zinsen seines Geldes bezieht, sollte genauso besteuert werden, progressiv, wie jemand, ein Chefarzt meinetwegen, der aber hart für sein Geld arbeitet. Der Staat sollte hingehen und sollte den Menschen ermöglichen, dass die einfach leben können. Der Staat sollte hingehen und sollte dafür Sorge tragen, dass ein Arbeiter in der Familie, sei es jetzt die Frau oder der Mann, wir sind ja nun mal in einer gleichberechtigten Gesellschaft, so viel Geld erwirtschaften kann, verdient, dass der Rest der Familie davon leben kann. Ich rede ja auch jetzt nicht davon, dass die zwei Autos brauchen, aber vernünftig leben. Beim Münsteraner Ordnungsamt wächst das Unverständnis für diese Protestform. Erstmal ist uns vor wenigen Tagen, hat uns das Ordnungsamt besucht hier auf dem Platz und hat eine Anhörung gegeben. Und zwar ging es dabei um die Räumung des Platzes, obwohl das Ordnungsamt eigentlich gar nicht die Leute sind, die es entscheiden sollten, sondern es müsste eigentlich erstmal im Stadtrat besprochen werden, weil wir hatten ja vorher auch ein Gespräch mit allen möglichen Leuten vom Liegenschaftsamt, die Referendarin vom Oberbürgermeister war da, die Polizei war da und das Ordnungsamt. Und uns wurden eigentlich weitere Gespräche zugesichert. Aber bevor die stattgefunden haben, kam das Ordnungsamt mit seiner Anhörung und hat gesagt, das ist jetzt vorbei hier. Wir haben eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des Camps. Da haben wir in 2 Tagen, und ich habe es jetzt nicht bis auf die letzte gezählt, aber grob überschlagen, 2000, so ist es mir gesagt worden, 2000 Unterschriften gesammelt. Das spricht doch für sich. Es waren Umfragen von 3 verschiedenen Medien, die alle zu unseren Gunsten ausgegangen sind. Teilweise bis zu 75% der Leute, die für uns waren oder gegen die Räumung des Zeltes. Ne? Und ich denke mal, das ist schon eine ganze Menge. Ne? Das kann man nicht einfach unterschätzen. Ich würde mit abbauen, wenn wir als Gruppe entscheiden, dass wir abbauen. Aber ich würde den Zettel hier lassen. Wir sind gleich wieder da. Lord help the poor and needy in this land, in this land. Lord help the poor and needy in this land, when we all rise together and face the right. Hey, kann ich mithören? Nein, das sind meine Pfandflaschen. Guck mal, das sieht lecker aus. Lass uns davon was kochen. Über die Hälfte unserer Lebensmittel landet im Müll. Eine Möglichkeit, gegen die enorme Lebensmittelverschwendung anzugehen, ist das Mülltauchen. Ja, Containern, also meinetwegen auch Mülltauchen, Dumpster-Diving, ist halt, wenn man alleine oder in der Gruppe zu Supermärkten hingeht, die ja gerne mal offene Container haben, und da eben in deren Abfall in Anführungsstrichen nachsieht, welche Lebensmittel sind noch verwertbar, gucken dann, wo sind Container, ob die abgeschlossen sind oder nicht. Wenn sie nicht abgeschlossen sind, öffnen sie halt erstmal, sehen nach, was für Lebensmittel sind drin, sind überhaupt Lebensmittel drin und fangen dann halt zu gucken, welche dieser Lebensmittel noch verwertbar sind. Also sehen nach, sind die Tomaten weggeschmissen worden, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft, ist diese Pap und Paprika weg, weil eben eine dieser Paprikas eine Stelle hat, oder sind diese Kartoffeln halt weg, weil es gerade kein Frühling mehr ist und Werbung für Frühling drauf war. Und die nehmen wir dann halt mit, alles was noch verwertbar ist und was wir vor allem gebrauchen können noch, und fahren dann halt weiter. Und das dann so lange, wie wir wollen oder wie wir halt Kapazitäten haben.
Lebensmittel in all ihrer Farb- und Formvielfalt präsentiert, jederzeit frisch und verfügbar. Aus dem Supermarktsortiment sucht sich jeder die ansprechendsten Exemplare aus. Wir gucken das Obst durch, nach Dellen, was schrumpelig ist oder angefault. Das werden wir aussortieren. Also alles, was man, wo der Kunde kein Geld für ausgeben würde, das wird natürlich dann auch entsorgt dementsprechend. Also gesammelt und wieder abgegeben. Abgegeben werden in diesem Fall die aussortierten Obst- und Gemüsewaren an eine Bäuerin, die sie an ihre Tiere verfüttert. In dem schönen Land rund um Münster werden auch Kartoffeln und Spargel angebaut. Genommen wird von den Supermärkten jedoch nur das Gemüse, das der Norm entsprechend aussieht. Möhren müssen gerade sein und in diese Plastikschalen reinpassen. Wenn die nicht diese Form haben oder zu kurz oder zu lang sind, das geht noch, aber dann werden sie halt schon in der Landwirtschaft aussortiert. Christine Göbel, Projektkoordinatorin einer Studie zur Verringerung von Lebensmittelabfällen, geht dem Problem auf den Grund. Wenn man alle Ursachen, die wir herausgefunden haben, so zusammenfasst, dann kann man auch schon sagen, dass unser gesamtes Gesellschaftssystem, so wie es im Moment besteht, schon schuld ist an dieser großen Menge Lebensmittel, die weggeschmissen werden. Das ist einerseits die geringe Wertschätzung, aber auch die Überproduktion, der Preisverfall, unser Lebensstil, unser nicht nachhaltiger Lebensstil, der dazu führt, dass ebenso viele Lebensmittel im Müll landen. Die Beschäftigung mit dem Thema bringt die ein oder andere Einsicht und Idee hervor. Valentin Thurn, Regisseur der Dokumentation Taste Waste, erzählt von seinen Erfahrungen. Wir haben angefangen, in der Küche zu Hause uns zu überlegen, warum, klar, wenn man drei Kinder hat, dann die essen nicht immer alles auf, dann fliegt viel in die Tonne, aber warum muss es so viel sein? Kann man das nicht ändern? Wir haben angefangen zu diskutieren, was willst du denn in die Schule mit, damit der nicht das Pausenbrot wegwirft? Wir haben angefangen, den Lauch nicht mehr in den Kühlschrank zu stellen, sondern in eine Tasse Wasser, wo er besser außerhalb des Kühlschranks gelagert werden kann. Also es gab so einiges an Lernprozessen, auch mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Nach Ablauf des MHDs kann das Lebensmittel durchaus noch genießbar sein und auch überhaupt nicht gesundheitsgefährdend, sondern es kann halt einfach sein, dass sich beim Joghurt Molke abgesetzt hat oder die Farbe leicht verändert hat oder sowas. Also es darf auch noch verkauft werden. Und das ist auch vergünstigt, darf es verkauft werden, also ist kein Problem. Unser Leben ist komplexer geworden, so wie es heute ist. Und deswegen muss uns die Einkaufsplanung zum Beispiel erleichtert werden. Also dass, wenn wir 8 bis 10 Stunden arbeiten, haben wir keine Zeit mehr einzukaufen. Dann gehen wir vielleicht nur einmal die Woche, kaufen dann viel zu viel ein, dann sind wir am Wochenende nicht da. Und das sind alles Gründe, warum wir was wegschmeißen. Und wenn man das besser planen können, und da gibt es auch schon viele innovative Dienstleistungen, dass man zum Beispiel übers Internet Lebensmittel vorbestellt und sie dann abends einfach nur noch abholt. Oder dass man Lebensmittel für bestimmte Rezepte direkt nach Hause geliefert bekommt und dann eben so die Menge für eine Mahlzeit auch nur hat und nicht zu viel. Und genau, also solche Sachen gibt es auch schon. Und das meinen wir mit wertschätzen und aufwerten. Ziel der Studie der Fachhochschule Münster ist es, die Lebensmittelabfälle bis 2020 zu halbieren. Jeder kann dazu seinen Beitrag leisten. Also Verbraucher würde ich sagen, der kritische, mündige Bürger sein. Also durchaus auch an Politik, in welcher Form auch immer, vielleicht Petitionen unterschreiben, appellieren, dass eben dieser ganze Kreislauf oder auch Mechanismus, dass der durchbrochen wird. Ansonsten gäbe es natürlich die Möglichkeit, nicht mehr in den etablierten Supermarktketten für eine gewisse Zeit vielleicht nur nicht mehr einzukaufen, sondern beispielsweise auf den Markt zu gehen. Weil da hat man echt jedes Mal die Auswahl. Da kann man auch Sachen nehmen, die vielleicht mal eine Stelle haben. Oder natürlich kann man sonst selbst Containern gehen. Supermärkte hätten unter Umständen die Möglichkeit, zum einen erstmal ihre Container nicht abzuschließen. Es gibt da Ketten, die machen das konsequent. Also das wäre für mich zum Beispiel ein wunderbarer Fortschritt. Eine weitere Sache ist, es gibt zum Beispiel in Münster ein Projekt, das kooperiert mit Läden. Es gibt da einen Biomarkt auf der Hammerstraße, der kooperiert mit diesem Projekt und gibt eben denen die Sachen, die sie nicht mehr brauchen. Das Ganze läuft dann über einen Vertrag, sodass der Biomarkt keine Haftung übernimmt. Aber es ist eben genau das. Dann werden eben die Sachen nicht weggeschmissen, die eben noch gut sind, auch total wertvoll teilweise, sondern sie werden an Leute weitergegeben, die das ja weiterverwerten können, und dann wird das vielleicht gemeinsam verkocht. Und das zum Beispiel ist ein super Fortschritt, finde ich.
Wow, das war echt lecker. Wie bist du eigentlich in deine Situation gekommen? An all diesem Scheiß ist nur der Kapitalismus schuld. Er funktioniert einfach nicht. Er basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Gründen irgendwie für unser allgemeines Wohl sorgen werden. Weißt du was? Ich glaube, ich sollte dir mal ein paar Leute vorstellen. Hallo Michael. Hallo. Das ist der Janek. Janek, Michael. Grüß dich. Hallo. Erzähl ihm doch mal, was ihr hier so macht. Also wir haben hier einen öffentlichen Raum besetzt, um den 99% der Bevölkerung, die davon betroffen sind, dass zurzeit eine bisher nie dagewesene Umverteilung des Vermögens von unten nach oben stattfindet, ihre Sicht der Dinge schildern zu können. Wir glauben, dass ganz viele Menschen dieser 99% sich von den offiziellen Parteien und von den Gremien, die gewählt sind, nicht mehr in ihren Interessen vertreten fühlen. All diese Leute haben hier bei uns einen Platz, um ihre Sorgen, ihre Nöte darzulegen und ihre Ideen und ihre Fragen loszuwerden. Ich glaube, ich habe noch ein paar Ideen, wie wir Occupy etwas effektiver gestalten können. Janik Winkel hat sich einfach ein geniales Geschäftskonzept ausgedacht. Andere Firmen werden mit Staatsgeldern gelockt, um ins Land zu kommen, bekommen Steuererlasse. Occupy kassiert Geld dafür, dass es wegbleibt. Oder wenn es in einem Land schon da ist, dass es wieder abhaut. Das ist einfach eine wunderbare Idee und absolut einzigartig. Und ich kann nur empfehlen, Occupy-Aktien zu kaufen. Also Verbraucherinvestoren, kauft Occupy-Aktien. Ich habe da ein echt gutes Gefühl bei.